wenn geschnitten, gekocht, gebraten, gebacken, gerührt und gemixt wird, wenn Produktvielfalt und guter Geschmack auf höchste Qualitätsansprüche und feinste Kochkunst treffen, wenn kulinarische Ideen das rege Interesse von Genießerinnen und Genießern und vor allem Genuss im Mittelpunkt stehen. Dann ruft ja natürlich wieder zum Genussworkshop Fein schmecken, biologisch genießen. Margit Fensel, Ernährungswissenschaftlerin und Erfinderin des köstlichen Formats, wie ist diese Idee zum Genussworkshop entstanden? Ja, natürlich hat er 1000 Produkte und eine Großzahl davon sind Vielfaltsprodukte. Das heißt, wir schauen, dass wir vielfältige Produkte, von, zum Beispiel von Paradeiser-Raritäten, Paprika-Raritäten bis zu Ziegenspezialitäten anbieten können. Und das ist natürlich ein wunderbarer Genuss, damit zu kochen. Und dazu haben wir gesagt, machen wir einfach Genussworkshops. Suchen uns einen wunderbaren Haubenkoch, da haben wir einen Johann Reisinger gefunden und eine zweite Ernährungswissenschaftlerin, die Hanni Rützler, wo wir die Genussworkshops anbieten können, wo wir diesen Geschmack schulen, wo wir auf unsere Vielfaltsprodukte eingehen und mit diesen vielfältigen, wunderbaren Produkten natürlich kulinarische Erlebnisse zaubern. Welche feinen Köstlichkeiten erwarten uns heute bei diesem Workshop? Wir haben einen sehr großen Spagat eigentlich, diese wunderbaren Nachtschattengewächse, Paradeiser, Paprika und kombiniert mit dem herrlichen Ziegenfrischkäse. Ziegenmilch, Ziegenjoghurt, Ziegenscheibenkäse und natürlich auch den Frischkäse von der Ziege, den ich zu köstlichen kleinen Gerichten mit den Paradeisern, Paprika und Chili kombiniere. Wollen wir eigentlich die Kunden zum bewussten Hinschmecken verführen. Wir wollen so ein bisschen den Alltag vergessen machen und in dieser großen, ja, fast paradiesischen Vielfalt wühlen und diese Vielfalt nützen, um den eigenen Gaumen, die eigenen Sinne zu schulen, aufzumachen, zu entdecken, so ein bisschen die eigenen Stärken zu fokussieren. Der Genussworkshop möchte eigentlich die Esser ein bisschen näher wieder ans Produkt ranführen. Wir leben im Lebensmittelüberfluss, wir haben eine enorme Vielfalt und mit der natürlich auch wirklich eine Produkttiefe. Gerade jetzt diesmal geht es um Paradeiser, um Paprika, um Ziegenkäse und Ziegenmilchprodukte. Wir versuchen, die Leute näher ans Produkt zu bringen und mit ihnen so ein bisschen zu reflektieren, was für ein Typ bin ich. Bin ich eher ein optischer Esser oder ein guter Schmecker oder eher ein Riecher, und wir können da sozusagen diese Vielfalt auskosten und uns ein bisschen mit unseren Sinnen auseinandersetzen. Dann machen wir natürlich auch noch diese magische Verwandlung, also vom Ausgangsprodukt zu einem feinen Gericht. Und auch da haben wir ganz konsequent versucht, ganz nah am Geschmack des Ausgangsproduktes zu bleiben. Das ist eine sehr spannende und überraschende Küche, die dieses ganze Konzept von ich darf genießen, ich lass mich verwöhnen, ich lass mich heute ein, sozusagen richtig schön zu verpacken. Hans Reisinger, jetzt eilt Ihnen ja der Ruf eines regelrechten Kochkünstlers im wahrsten Sinne voraus. Wie darf man sich das vorstellen? Sie kriegen ein paar Zutaten und wie entstehen dann diese Köstlichkeiten, die Sie den Genussworkshop-Besuchern servieren? Es geht mir mal darum, die tollen, einzigartigen, geschmackvollen Produkte zu verkosten, probieren, den Geschmack definieren und dann in Gerichte umsetzen. Dabei ist es mir immer ganz wesentlich, dass einfach der Paprika wirklich nach dem gelben Paprika schmeckt. Die Farbe, ein Symbol, Farbe, Geschmack, Inhaltsstoffe, Fruchtigkeit, Leichtigkeit, all das versuche ich in meiner Art des Kochens zu erhalten, nicht zu verändern, nicht zu verfälschen, sondern den Geschmack des puren Paprikas in den Vordergrund stellen. Was ist die Stärke von biologischen Lebensmitteln? Die Stärke. Es gibt verschiedenste Vergleiche und Untersuchungen über natürlich gewachsene biologische Lebensmittel und auch für konventionelle Art des Anbaus. Es ist ganz klar und unvergleichbar
der Eigengeschmack, der Ausbau, die Kraft, die in diesem Lebensmittel steckt, ist wesentlich höher und konzentrierter als bei herkömmlichen Lebensmitteln. Was war das Genuss-Highlight des Abends? Bruschetta mit den Paprika und den gelben Tomaten oben und Olivenöl mit Rosmarin, das war Weltklasse. Für mich hat es mehrere Genuss-Highlights gegeben. Die Kocherei mit Hans Reisinger hat mir wieder sehr, sehr gut gefallen. Die habe ich schon einmal miterleben dürfen. Gelungener Abend. Mein Genuss-Highlight war eigentlich schon ganz zum Auftakt die Paradeiser Essenz. Das war, kann man sich vorstellen, als ultimativ ausgepresster Paradeiser. Genuss ist einfach Zeit, sich Zeit nehmen für das, was ich gerade jetzt in diesem Moment mache.